Unser Gast heute studiert Jura an der renommierten Einrichtung in Bonn, Tübingen und Berlin. 1964 mit 24 das erste Staatsexamen. 1969 das zweite. Mit 29 Jahren promovierte er zum Doktor der Rechtswissenschaften. 1972 im Alter von 32 Jahren Professor für Wirtschaft und Berlin für Wirtschaftsrecht an der Universität Hamburg im Anschluss. Danach fast 20 Jahre an der Universität Erlangen. Nebenbei verfasste er eine Vielzahl von Büchern und führte zahlreiche Verfassungsbeschwerden am Bundesgerichtshof. Ich begrüße ganz herzlich bei uns Professor Dr. Karl Albrecht Schaftschneider. Schön, dass Sie heute Abend bei uns sind, Herr Schaftschneider. Guten Tag, Herr Meister. Ein wirklich beeindruckender Lebenslauf. Woher nehmen Sie die Energie, dieses unglaubliche Pensum bis heute zu halten? Ja, es ist mein Beruf, also mich um das Recht zu kümmern. Das mache ich mit hoher Intensität, aber auch mit hinreichender Belastbarkeit. Das habe ich mir immer erhalten durch viel Sport. Okay. Sie Insbesondere betrachten. durch lange Strecken. Ja, ich bin also Langstreckenläufer gewesen und nicht einmal der Schlechteste. Ja, was machen Sie da für Strecken? Ja, bis von Mittel- und Langstrecken bis zum Marathon. Machen Sie heute noch? Na, jetzt laufe ich nicht mehr Marathon. Das Okay. schaffe ich jetzt nicht mehr. Okay. Aber ich laufe eigentlich noch regelmäßig so halbe bis ganze Stunde. Okay, ja, das ist ja noch sehr ordentlich. Was war da Ja, Ihre das ist gut. Beste Zeit im Marathon? 2 Stunden 53. Oh, das ist ja schon fast professionell. Ja, das war schon richtig trainiert. Ja, war mal Berliner Meister im Crosslauf in der Mannschaft. Das ist leider schon etwas länger her. Beeindruckend. Herr Schaftschneider, Sie begleiten nun seit knapp einem halben Jahrhundert das deutsche als auch das internationale Recht. Was hat sich in dieser Zeit verändert? Welche Veränderungen haben Sie persönlich am meisten bewegt und vielleicht auch überrascht? Ja, also am meisten hat mich erschüttert geradezu, dass wir den Rechtsstaat verlassen haben, dass die Unverbrüchlichkeit des Rechts nicht mehr gilt. Das habe ich wirklich in meinem Studium, meiner ganzen, also auch fachlichen Entwicklung, die ja sehr dem Rechtsstaat verbunden war und ist, nicht für möglich gehalten. In der Zeit meines Studiums und auch in den Jahren und 2, 3 Jahrzehnten danach war der Rechtsstaat also eigentlich unverrückbar. Und wir haben sehr genau an feinen Fragen des Rechtsstaates gearbeitet. Und jetzt seit einiger Zeit, also seit der Finanzkrise, Schuldenkrise, spielt das Recht keine entscheidende Rolle mehr, sondern irgendwelche vermeintlichen wirtschaftlichen Notwendigkeiten, alle gesteuert durch ein großes Ziel, also die europäische Staatsbildung, sind bestimmend und ohne dass man noch das Recht wirklich achtet. Das habe ich schlechterdings nicht für möglich gehalten, dass das wieder in Deutschland, aber auch natürlich in Europa möglich sein wird. Hat das nicht schon vorher angefangen oder ist es tatsächlich erst seit der Finanzkrise so brisant geworden? Nein, es gab natürlich vorher auch schon deutliche Sorgen. Aber nicht so massiv. Also ich denke schon, der Prozess der Wiedervereinigung war nun auch nicht gerade vom Rechtsprinzip bestimmt. Nichts gegen die Wiedervereinigung. Das war also eine Pflicht für Deutschland. Aber die Art und Weise, wie das organisiert wurde durch den Einigungsvertrag, war schon vielen Fragen mehr als bedenklich. Zulasten des Eigentums, insbesondere der früheren Eigentümer in den jetzigen neuen Ländern. Also die ja Opfer waren oder deren Vorfahren Opfer waren der Konfiskation durch die Sowjetunion und dann die spätere DDR. Das ist alles nicht wieder ausgeglichen worden. Das Restitutionsverbot ist vom Bundesverfassungsgericht akzeptiert worden. Das ist meines Erachtens ungeheuerlich und schon war schon ein schwerer Bruch mit rechtsstaatlichen Prinzipien. Sie waren an Ihren Universitäten einer, um nicht zu sagen, der beliebteste Professor. Sie haben Tausende von Juristen unterrichtet, ausgebildet und kennengelernt. Wieso finden sich nicht deutlich mehr Juristen, die ihre Meinung teilen, ähnliche Bedenken haben und ihnen den Rücken stärken? Oder anders gefragt, fürchten die knapp 200.000 Juristen in Deutschland nicht auch um ihr Recht? Ja, das ist wirklich eine gute Frage und das macht mir ganz große Sorge, dass also eine weitere Fundierung des Rechts in den Grundprinzipien wie ich das nenne, der Menschheit des Menschen,
also in der Freiheit, die ja die Würde des Menschen ausmacht, mit allen Konsequenzen, wird also zu wenig bedacht und zu wenig aufgegriffen in der gegenwärtigen Rechtslehre allgemein. Man muss fast sagen, dass das Bundesverfassungsgericht sich dem noch am meisten verpflichtet fühlt, was nicht heißt, dass die Ergebnisse alle tragfähig sind, die das Gericht also hat. Da sind sie auch sehr politisch orientiert. Aber dass die Rechtslehre sich in der ganzen Zeit der Bundesrepublik Deutschland und insbesondere in den letzten Jahrzehnten um die Grundsatzfragen des Rechts, um die philosophische Begründung des Rechts überhaupt nicht kümmert oder viel zu wenig kümmert, ist mehr als bedauerlich. Wenn man die sehr lebendige, intensive Diskussion der Weimarer Zeit um Rechtsfragen, Grundsatzfragen also bedenkt und dann diese Flachheit, die gegenwärtig besteht, ist das besorgniserregend. Das also ist ein Niedergang des gesamten deutschen Bildungssystems, aber vielleicht nicht nur in Deutschland, auch darüber hinaus. Das geht einher mit der Dominanz wirtschaftlicher Entwicklung, wobei auch die Rechtslehrer die Wirtschaft natürlich im Griff haben müssen und dazu was sagen können müssen. Die Einheit des Wirtschaftlichen mit dem Rechtlichen, gegründet auf philosophischen Aspekten, ist unverzichtbar. Aber da liegen sicherlich auch Schwächen in der Rechtslehre wie auch in der Wirtschaftswissenschaft, dass das nicht gegenseitig durchdrungen wird. Aber die Sorgen, die Alterssorgen sind so groß, es ist auch so vielfältig geworden, allein durch die Internationalisierung des Rechts, des Europarechts, des Weltwirtschaftsrechts, des Völkerrechts insgesamt, dass augenscheinlich viele auch überfordert sind und sich begrenzen, das beklagen auch andere, auf die Kommentierung von gerichtlichen Urteilen und dass sie eigentlich nur noch nachvollziehen, was Gerichte vorher schon gesagt haben. Und die Literatur hat sich so entwickelt, dass praktisch nur noch das gilt, was die Gerichte gesagt haben. Also die Führung in der Entwicklung des Rechts hat nicht mehr die Rechtslehre, sondern längst die Gerichtsbarkeit, insbesondere das Bundesverfassungsgericht, aber auch der Europäische Gerichtshof. Und das kann nicht gut gehen, weil das immer zu sehr der Politik verpflichtet sein muss. Und die Kritik von der Rechtslehre, dafür sind die Universitäten eigentlich da, die findet zu wenig statt. Also ich beklage eine zu große Abhängigkeit der juristischen Fakultäten von der Praxis. Und das hängt auch mit der Ausbildung sicherlich zusammen, die ja bekanntlich im Wesentlichen beim Repetitor stattfindet und nur zum Teil in der Universität. Die Universitäten wollen dem nacheifern, wollen den besseren Repetitor spielen. Das hängt alles mit Ausbildungswegen zusammen und auch mit Karrieresorgen. Naja, Herr Schachtschneider, das ist alles richtig und finde ich auch sehr spannend. Aber jetzt kann natürlich niemand noch zusätzlich zu seinem bisherigen Beruf noch eine juristische Ausbildung machen, um zu verstehen, was da von sich geht. Wie gibt es da eine Lösung oder gibt es genug Menschen, die da genug Bewusstsein für entwickeln haben, so ähnlich wie Sie, und sagen, okay, ich muss eben auch für meine Mitmenschen kämpfen auf dem Spezialgebiet, in dem ich ausgebildet bin. Ich habe oftmals das Gefühl, dass dort viele Menschen sich einfach nicht trauen. Ja, das spielt eine ganz große Rolle. Die Zivilcourage ist so ziemlich unterentwickelt und das Interesse da also zum Beispiel Gutachtenaufträge zu bekommen von der Wirtschaft, von der Regierung oder den vielen Regierungen, die wir haben, ist sehr groß. Die innere Unabhängigkeit der Professorenschaft ist nicht so entwickelt, wie es sein müsste. Da fehlt einfach das entsprechende Rückgrat, das sich ja nur ergeben kann aus Bildung. Ja, das und natürlich auch aus genauer Lehre, also was man ruhig Dogmatik nennen kann, nur die bildet für jeweils für Juristen das nötige Rückgrat. Darum ist es zu schlecht bestellt, da ist zu wenig Sicherheit. Und das hängt auch mit dem Mangel an grundsätzlichen Erkenntnissen zusammen. Wenn man da klare Erkenntnisse hat, die kennen ja von mir mein Kantianismus, das sind einfach unverrückbare Positionen, an denen kann ein denkender Mensch schlecht vorbeigehen, jedenfalls wenn er sich dem verpflichtet fühlt. Mag ja auch andere Philosophien geben, die da vielleicht zu bedenken wären, aber wenn man da klares geistiges Rückgrat hat,
dann ist es eigentlich fast gar nicht möglich, einfach nur opportunistisch der Praxis zu folgen. Aber man muss auch diesen ganzen persönlichen Zuschnitt entwickeln. Wenn ich mal sagen darf, ich glaube, da spielt der Sport eine sehr große Rolle, ja? Dass man da auch seine innere Unabhängigkeit entfaltet. Man muss den 68ern zugestehen, dass sie eins richtig gesehen haben, neben vielen großen Irrtümern, dass die Universität auf keinen Fall zum Beispiel Drittmittelforschung betreiben sollte. Heute dagegen werden die Universitäten nur noch geradezu gefördert, danach diese Drittmittel sie einwerben. Also sie lassen sich finanzieren von außen. Das heißt immer Abhängigkeit. Das wichtigste Gut der Wissenschaft ist Unabhängigkeit. Und das ist weitestgehend aus finanziellen Interessen verloren gegangen. Das ist ein ganz großer Schaden für die Wissenschaft insgesamt. Vermissen Sie da nicht auch noch ein bisschen mehr Unterstützung, gerade bei den alten Hasen, wenn ich das mal so sagen darf, die ja eben auch noch andere Zeiten erlebt haben und eben auch nicht mehr so wirklich viel zu verlieren haben? Also man gibt ja schon das alte Sprichwort, man hüte sich vor alten Männern. Ja. Nee, da habe ich ja durchaus Unterstützung. Also das kann man ja, also gerade in der Volkswirtschaftslehre ganz erheblich, aber auch, ich habe auch viel Schulterklopfen in der Rechtslehre. Und da haben gerade die älteren Kollegen immer gesagt, naja, also diese europapolitischen Dinge, insbesondere die europolitischen Machtschneider. Und die haben gesagt, warum sollen wir uns die Finger verbrennen? Das macht er ja schon. Und außerdem war das Europarecht den meisten Staatsrechtslehrern, sagen wir uns nach meiner Generation und noch der etwas älteren, völlig fremd. Also das muss man einfach auch mal sagen. In meinem Studium ist das Wort Europarecht überhaupt nicht vorgekommen. Und weil es einfach unsere Wirklichkeit ist, mich dessen angenommen und war ehrlich gesagt, als ich den Maastricht-Vertrag gelesen habe, verpflichtet in Erlangen-Nürnberg das Europarecht anzubieten, war ich entsetzt. Ja, weil der Maastricht-Vertrag schon mit Verfassungsprinzipien, die dem Grundgesetz entsprechen, und das Grundgesetz ist ein gutes Verfassungsgesetz, das also, wie ich das nenne, mit der Verfassung, die mit uns geboren ist, weitgehend übereinstimmt, also Freiheit insbesondere. Und das ist völlig unvereinbar. Deswegen habe ich ja auch den Maastricht-Prozess geführt, mit durchaus gewissen Erfolg. Aber die meisten waren in der Zeit überhaupt nicht in der Lage oder willens, europarechtliche Texte wirklich zur Kenntnis zu nehmen. Es war immer eine ganz kleine Gruppe, die sich ums Europarecht gekümmert hat, die immer nur begeistert waren von der europäischen Vision. Ich muss gestehen, ich halte es für Pflicht, dass die europäischen Völker in Frieden miteinander leben und das vertraglich regeln, völkervertraglich, halte aber einen europäischen Staat für verhängnisvoll für Europa und meine auch nicht, dass in einem europäischen Großstaat Freiheit, Demokratie, Rechtsstaat, Sozialstaat verwirklicht werden können. Das sehen gerade die Integrationisten, wie ich das nenne, ganz anders, die von vornherein sich der europäischen Sache da verpflichtet fühlten. Das sind weitgehend Schwärmer und keine wirklichen Rechtsdogmatiker, auch nicht in hinreichendem Maße. Die haben aber natürlich jede Förderung bekommen durch die europäische Integration, die vielleicht auch früher unterschätzt wurde. Jedenfalls, also in ihrer Intensität. Und jedenfalls, der Maastricht-Vertrag hat mich einfach entsetzt und da habe ich mich darum gekümmert. Und das ist die Grundlage eben dann dieser Opposition gegen die Europapolitik geworden, weil die schlicht und einfach in die falsche Richtung geht, insbesondere ökonomisch. Und dass das so ist, hat sich ja bewiesen. Und heute sagt niemand mehr, dass die europäische Veranstaltung demokratisch ist. Das Bundesverfassungsgericht hat ja da auch eigentlich keinen Zweifel daran gelassen, dass die demokratische Legitimation fehlt. Jetzt ist es allgemein gut. Aber man will das ja immer irgendwie feiern, weil die Propaganda für die europäische Frage gerade mit großer Wirksamkeit, mit großem Einfluss von der Großindustrie ständig vertreten wird, die auch ihr großes Geschäft damit machen. Man muss einfach sehen, das habe ich auch erst langsam durchschauen können, dass die Internationalisierung gerade der Wirtschaft, also Globalisierung der Märkte, eine Gewinnmaschine ist, die sie früher noch nie bestanden hat, weil die Völker ausgespielt werden, die Staaten ausgespielt werden. Es ist ein negativer Wettbewerb, der Lohn,
Dumping erzwingt geradezu einen Lohnwettbewerb in Richtung zur Nivellierung der Löhne und auch natürlich viele andere Aspekte, gerade ökologischer Art. Die Staaten steuerlicher Art können sie dem so gut wie gar nicht entziehen. Sie haben durch die Internationalisierung haben sie einfach weitgehend ihre wirtschaftliche Souveränität eingebüßt und wagen da nicht dagegen zu steuern. Die wirklichen Souveräne, in Anführungsstrichen, der heutigen Zeit sind die großen Unternehmen und deren also Manager und nicht mehr die Politiker. Und das hat man sich gut einfallen lassen, dass die für die Großindustrie und natürlich auch die Finanzindustrie die Internationalisierung der Weg ist, der Deregulierung, des Zurückdrängens der Staaten aus der Politik. Ist es nicht erstaunlich, dass sich dann keine einzige von den etablierten politischen Parteien diesen ganzen Fragen annimmt, da ja eine recht große Einigkeit in Stichwort Euro, Bankenrettung, Genfood, ja. Auslandseinsätze, Atomausstieg, ESM und was es da alles gibt, gibt es eine überwiegende Mehrheit im Volk und trotzdem bedient keine dieser Parteien, gerade vielleicht eine der kleineren, diese Themen und könnte ja dadurch einen erstaunlichen, erdrutschartigen Zuwachs generieren. Das glaubt man immer. Ja, es gibt genug kleinere Gruppierungen, die sich dessen annehmen. Oft genug, meist sind sie nicht sozusagen personell nicht gut ausgestattet und können die Dinge nicht wirklich erfassen und hinreichend zur Sprache bringen. Die sind auch alle gespalten. Da gibt es dann einige Parteiführer, die irgendetwas erhoffen und meinen auch, sie müssten mit dem Thema schnell durchdringen. Das ist in Deutschland bisher völlig gescheitert an der massiven Propaganda der Medien, die also in eine Richtung arbeiten, bis auf wenige natürlich, gerade im Internet. Das Internet ist eine ganz große Chance insofern, dass er da zu einem sachlichen Diskurs findet, aber die Mainstream-Medien unterstützen natürlich die Kritik so gut wie überhaupt nicht, bis auf gewisse Ausnahmen, die dann auch hinreichend diffamiert werden. Wir haben Instrumente in Deutschland, die eine offene Diskussion weitgehend unterbinden. Also selbst europakritische Positionen werden ja einfach diffamiert und das wirkt sehr. Also der Moralismus, der sich erstaunlicherweise in Deutschland durchgesetzt hat, der streng zu unterscheiden ist von Moralität. Moralität heißt, immer den Willen zu haben, nach dem Rechtsprinzip zu leben. Moralismus folgt irgendwelchen materiellen Moralen. Da haben wir ja sehr viele, was man politisch Korrektes nennt. Der hat sich, das ist anscheinend doch ein bisschen typisch für Deutschland, sehr schnell behauptet, in Deutschland ist man gern moralistisch und hat also das liberale Gedankengut nicht gerade in sich. Jedenfalls, es ist ein Siegeszug der politisch Korrektes. Und das bedrängt natürlich enorm und gibt also diesen Gruppen recht wenig Chancen. Es ist bisher mit einfachen Mitteln gelungen, Alternativen der Politik zu verhindern. Also allein durch den Schein eines Lagerwettbewerbs oder Lagerwahlkampfs, der jetzt auch wieder vorgeführt wird in diesem Wahljahr. Wir wissen ganz genau, dass die wesentliche Politik von allen im Bundestag vertretenen Parteien, mal die Linke ausgenommen, vielleicht in gewissen Grenzen vertreten wird. Da ist völlig gleichgültig, wer da die Regierung stellt. Aber in anderen Ländern sieht es ja noch völlig anders aus. Da gibt es solche Opposition. Man denke jetzt auch mal an den großen Einfluss, den Farage in Großbritannien hat mit seiner Partei. Das ist ja der Grund, warum der Prime Minister Cameron jetzt diese Initiative gestartet hat zur Volksabstimmung über die Mitgliedschaft der Europäischen Union, weil er getrieben wird von Nigel Farage. Und das ist auch in anderen Ländern so. Da gibt es auch oppositionelle Kräfte, die wirksam sind und ein Drittel der Stimmen hinter sich vereinen können. Also da ist Deutschland schon eine Sonderrolle. Und da spielt sicherlich die deutsche Geschichte auch eine große Rolle, die auch trefflich genutzt wird, um da oppositionelle Kräfte nicht aufkommen zu lassen. Es gibt starke Interessen, dass die Souveränität Deutschlands einfach aufgehoben wird, beendet wird. Und so hat ja auch der Finanzminister klar gesprochen. Und das ist das Problem. Kein anderes Land denkt so. Kein anderes Land, aber Deutschland ja.
Und sonst wären auch gewisse, also Politiken nicht möglich, die Deutschland betreibt. Es ist jedem klar, diese europäische Veranstaltung geht auch weitgehend zulasten Deutschlands und will Deutschland einbinden und die wirtschaftliche Stärke Deutschlands darf nicht zum Schaden anderer sein. Da bin ich auch der gleichen Meinung. Bloß die Art und Weise, wie man die deutsche Wirtschaftskraft für sich verwenden will, die schadet allen. Das ist das große Problem. Die ist ökonomisch schlicht und einfach falsch. Aber das wäre eine weitere Frage, das zu erörtern. Stichwort Schäuble. Sie haben kürzlich in einem Interview gesagt, Schäuble macht Politik zum Schaden Deutschlands. Ja. In diesem Punkt würden Ihnen wohl sicher viele Menschen zustimmen. Allein wenn man sich die sogenannte Banken- und Euro-Rettung ansieht, an dieser Stelle stoßen viele Leute an ihre Grenzen der Logik. Was könnte ein Mann, der alles erreicht hat, der beruflich, machtpolitisch und finanziell eigentlich nicht mehr weiter aufsteigen kann, der eine große Familie hat und dergleichen, was könnte so einen Mann dazu bewegen, im Sinne von cui bono, so zu handeln, wie er es tut? Ja, das ist natürlich ein gewisses Rätsel. Ich denke, dass Wolfgang Schäuble da tief verstrickt ist in diese Politik und in die großen politischen Bewegungen, also schon seine Politik im Einigungsvertrag. Der war ja schließlich der maßgebliche Autor des Vertrages. Es war ja mehr als fragwürdig. Also im Einigungsvertrag, also 1990, sind so viele Fragwürdigkeiten verborgen, die also den Banken zugute kamen, die also eigentlich seine unabhängige politische Unabhängigkeit beendet haben. Man kann eine solche Politik, die meines Erachtens uns Kosten verursacht hat, die ich etwa mit 250 Milliarden Euro einschätze. Keiner kann das genau berechnen. Allein diese Altschuldenpolitik, das wird Ihnen vielleicht nicht so bekannt sein, aber ich habe den Prozess geführt gegen die Altschuldenpolitik und kenne die Materie recht genau, auch durch eine Schrift dazu. Also das bedeutete ja, dass die alten Schulden, die in der DDR mehr oder weniger politisch aufgeschrieben waren zu Lasten der volkseigenen Betriebe, der landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften, alle, die beliefen sich auf Hunderte von Milliarden, alle aufrechterhalten wurden und praktisch eins zu eins umgesetzt wurden, dass diese Schulden entsprachen Forderungen der Ostbanken. Die Ostbanken sind übernommen worden von Westbanken, so mehr oder weniger verteilt, also von alle großen Banken waren daran beteiligt und haben diese Forderungen übernommen, indem sie die Banken übernommen haben. Und diese Forderungen wurden aufrechterhalten und wir wurden gewährleistet, auch das schon 1990, wieder mal gewährleistet vom Bund. Also wenn die Forderungen uneinbringlich waren, gegen die volkseigenen Betriebe, die ja zum großen Teil insolvent wurden, keine einzige landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaft hat ja die Schulden zurückgezahlt, wenn die uneinbringlich waren, dann stand dafür der Bund ein und steht noch dafür ein. Das hat den Schuldensaldo Deutschlands von in etwa 30% in Relation zum Bruttoinlandsprodukt auf mehr als 50% erhöht. Das war der erste große Schritt in den Schuldenstaat. Ich sage ein Beispiel, weil der Prozess das war. Die Deutsche Genossenschaftsbank hatte die Bank für Nahrungsgüter und Landwirtschaft, so wie sie wohl, der DDR übernommen für 205 Millionen. Und zwar wurde der Bund mit 105 Millionen beteiligt am Grundkapital und 100 Millionen wurden gezahlt. Die hat dafür Forderungen hereinbekommen, genommen von 16 Milliarden. Also wir haben für einen Kaufpreis von 205 Millionen Forderungen von 16 Milliarden bekommen, die der Bund garantiert hat. Das ist ein Geschäft, das muss man erstmal machen. Und das ist ein Geschäft, das möglich wurde und nur deswegen aufrechterhalten wurde, weil es im Einigungsvertrag stand. Der Paragraph 40, den man bilanziert. Das sind Dinge, die in den Zeitungen so gut wie überhaupt nicht diskutiert wurden. Nur von der FAZ mal ein kurzer Artikel und von vielleicht einigen Ostzeitungen.
Das ist doch so kompliziert, der ganze Vorgang. Das war alles unter dem Finanzminister Theo Weigel. Aber der Vertrag hat es ermöglicht. Und weil der Vertrag das vorgesehen hat, hat das Bundesverfassungsgericht gesagt, das ist eine Auferlegung von Geldleistungspflichten und dagegen gibt es keinen Eigentumsschutz. Ja, also sie hat wieder mal den Grundrechtsschutz abgelehnt. Insoweit haben sie nur geprüft an dem so insofern schwachen, einer schwachen allgemeinen Handlungsfreiheit. Also sie haben auch immerhin zugunsten der Landwirte damals, darum ging es, gesagt, sie müssen nach 20 Jahren nach der Wiedervereinigung müssen die Schulden freigestellt werden, damit die Kinder und Kindeskinder noch Zinsen und Zinseszinsen zahlen. Das ist auch geschehen. Aber die Banken haben die Forderungen gegen Deutschland, sprich gegen den deutschen Steuerzahler. Eine Ungeheuerlichkeit. Mit einem Federstrich wäre das beseitigt gewesen. Die DDR war bankrott und die Forderungen, die dort aufgeschrieben worden waren, waren nichts mehr wert. Und man musste die in keiner Weise bedienen. Man hat einzig und allein schon 1990 nur die Banken bedient. Und die Bedienung der Banken setzt sich fort jetzt in der Euro-Schuldenpolitik und in den Rettungsschirmen. Da geht es ja überhaupt nicht darum, den Menschen zu helfen in Griechenland oder sonst irgendwo. Das geht einzig und allein den Forderungen der Banken Genüge zu tun. Das wird auch jetzt in Zypern wieder geschehen. Und viele vermuten, möglicherweise nicht zu Unrecht, dass die Forderungen dort also sehr fragwürdigen Inhalt sind, von russischen Oligarchen möglicherweise. Und trotzdem werden die auch wieder bedient werden mit dem Argument, sonst bricht das ganze Bankensystem zusammen. Also die systemrelevanten Banken könnten da betroffen sein, weil es gibt keine systemrelevante Bank, das ist einfach gegriffen. Da ist natürlich nichts von überzeugend, aber diese Argumente sitzen, die Schäden werden durch die Auflösung des Euros ungeheuer groß sein. Kein Wort von überzeugend, in keiner Weise. Aber wer durchschaut das, ist genau das Gegenteil richtig, nur schwer zu durchschauen. Schöne Argumente, die Angst machen und damit setzt man die Politik durch, jedenfalls bei den Abgeordneten. Und man muss einfach auch mal sehen, der Parlamentarismus ist durch die Auslese der Parlamentarier, die ja nicht gerade die Auslese vom Besten ist, so geschadet, dass dieses Parlament eigentlich auch wegen Abhängigkeit, Fraktionszwang und vieles andere völlig unbedeutend geworden ist und dass mehr oder weniger die Regierung die Politik macht durch die Verträge mit anderen Staaten und dass das bestimmend ist. Und da ist natürlich so ein starker Mann wie Wolfgang Schäuble, ich denke mal, hinreichend der Bankenwelt verpflichtet, von großer Bedeutung. Er hat ja seinen großen Diener in einer Versammlung der Banker gemacht und die Souveränität Deutschlands eigentlich nur verhöhnt. Viele Menschen stellen sich heute die Frage, wie so eine geradlinige Politik überhaupt noch durchsetzbar ist, wenn man sich überlegt, dass die Gruppe der Profiteure jedes Jahr geringer wird. Selbst der Profit der Abgeordneten und der kleinen Millionäre ist mittlerweile kaum noch zu erkennen. Wieso meinen Sie, dass diese Linie dennoch derart geradlinig durchgezogen werden kann? Es gibt unglaublich potente, also Finanziers, die sicherlich einen großen Einfluss haben, auch organisiert natürlich. Und es gibt auch sicherlich Mechanismen der Finanzindustrie, von denen ja viel die Rede ist, also die computergesteuerten Vorgänge, die also auch ihre Bedeutung haben. Und ich denke, der Schlüssel zum Verständnis ist die Internationalität, zum Beispiel die Kapitalverkehrsfreiheit. Ja, die Kapitalverkehrsfreiheit, die in keiner Talkshow diskutiert wird. Anscheinend überfordert das da diese Runden, die ja ohnehin von ihrem Thema damals völlig überfordert zu sein scheinen. Aber die Kapitalverkehrsfreiheit kann sich kein Staat zumuten. Das heißt, steht im Europarecht, dass jede Beschränkung des freien Kapitalverkehrs, das ist ein weites Feld, zum Beispiel Übertragung von Aktien ist freier Kapitalverkehr, Standortverlagerung ist freier Kapitalverkehr, dass jede Beschränkung verboten ist. Und zwar nicht nur in der Europäischen Union, sondern gegenüber allen dritten Ländern, also gegenüber allen Ländern dieser Welt. Und das ist natürlich ein Eldorado für das Kapital, das ja auch in ganz besonderer Weise gebildet wird und dass dadurch Machtverhältnisse entstanden sind, die einfach den
Einzelstaaten oder Nationalstaaten nicht mehr gerecht werden. Die haben damit ihre Hoheit über ihr Schicksal, das Schicksal ihrer Völker, weitestgehend aufgegeben. Sie müssen dabei bedenken, wie entsteht heute Kapital? Durch private, kreditäre Geldschöpfung. Weitestgehend also aus dem Nichts. Nicht nur die Zentralbanken kreieren also Geld, das haben sie die Befugnis, und das müssen sie natürlich im Interesse der Preisstabilität machen. Wir wissen alle, die Europäische Zentralbank macht das im Augenblick zur Staatsfinanzierung, was natürlich klar verboten ist. Aber sie macht es. Darum geht der gegenwärtige Rettungsschirmprozess. Aber ist ja nur ein kleiner Teil der Geldschöpfung kommt von den Zentralbanken. Und die ganz große Menge kommt private Geldschöpfung der Banken untereinander. Diese Gelder, die haben das Finanzvolumen unendlich aufgebläht, wie Sie sicherlich wissen. Die Realwirtschaft braucht etwa 6 Billionen Dollar in der Welt für die Alimentierung des wirtschaftlichen Verkehrs. Es sind vorhanden in der Nähe von 70 Billionen Dollar an Geldmenge. Das sind natürlich hochinflationäre Geldmengen, die auch ihre inflationäre Wirkung an den Kapitalmärkten, an den Vermögensmärkten entfalten. Und da sind natürlich, das vermittelt aber zunächst einmal nicht nur ungeheure Gewinne, sondern auch ungeheure Macht. Ja, denn im Augenblick sind diese Geldmengen vorhanden und können eingesetzt werden. Und dass da eine vernünftige Verteilung gar nicht mehr möglich ist und auch so niemand daran denkt, das irgendwie gerecht zu verteilen, versteht sich. Aber es ist alles nur möglich durch die Kapitalverkehrsfreiheit. Na, sonst in einem Staat, der die Kapitalhoheit hätte, sagen wir mal Deutschland, könnte man es in den Griff nehmen durch Besteuerung. Und wir hatten es ja auch im Griff. Wir hatten es ja auch so lange wie die Kapitalhoheit und die Geldhoheit hatten völlig im Griff. Nur mal ein Beispiel, dass die Bundesbank konnte Mindestreservepflichten, das bedeutet, dass man ein gewisses Geld zinslos bei der Bundesbank einlegen musste, anordnen für ausländische Kredite, wenn man vom Ausland Kredit bekam, in 100% der Höhe. Dann lohnte sich der Kredit nicht. Das haben sie nicht gemacht, wir haben es bis zu 30% gemacht, aber sie hatten die Macht, ja, damit ausländische Kreditierung zu verhindern. Es gab natürlich auch sonst Kapitalverkehrskontrollen, die sind völlig beseitigt, und es wird als Schreckgespenst hingestellt, wenn der Kapitalverkehr kontrolliert wird, obwohl interessanterweise jetzt Japan damit anfängt, Südkorea damit anfängt, China das natürlich schon lange macht. Bei uns geht es als ein Tabubruch. Das ist alles gut eingeredet worden mit dieser großen Vokabel auf Freihandel. Freihandel ist ja nur gut, denkt man, durch die Voraussetzung des Freihandels, die ein David Ricardo mal vor zwei Jahrhunderten entwickelt hat. Die bestehen natürlich überhaupt nicht, die sogenannten komparativen Vorteile, sondern es ist eine ganz andere Situation, die mit dem Wort Freihandel überhaupt nicht erfasst werden kann. Jetzt kommt das Wort wieder in Mode durch die Überlegung, einen Wirtschaftsraum zwischen den Vereinigten Staaten und der Europäischen Union zu bilden. Das muss man sich sehr genau angucken. Das sind alles Instrumente, mit denen man die Völker entmachtet. Das heißt, den Einfluss der Völker auf ihre Geschick unterbindet, das ist genau das, was man die Demokratie nennt. Ja. Also diese Entwicklung der Internationalität, der Machtentwicklung auf internationaler Ebene geht zulasten der Demokratie und damit zulasten des Rechtsstaates und zulasten natürlich der Freiheit der Menschen. So wird man die Welt nicht organisieren können. Aber das Gefälle, die hohe, ungeheure Heterogenität der Volkswirtschaften in unserer Welt wird also da trefflich genutzt und das entfaltet mehr oder mehr die Macht der wenigen, die über die großen Kapitalmengen verfügen. Da kennt man ja auch Namen das muss man sehen, sieht ja organisiert hinreichend, ja, ohne dass man das im Einzelnen genau durchschauen kann. Eingeredet worden mit dieser großen Vokabel auf Freihandel. Freihandel ist ja nur gut, denkt man, durch die Voraussetzung des Freihandels, die ein David Ricardo mal vor zwei Jahrhunderten entwickelt hat.
die bestehen natürlich überhaupt nicht, die sogenannten komparativen Vorteile, sondern es ist eine ganz andere Situation, die mit dem Wort Freihandel überhaupt nicht erfasst werden kann. Jetzt kommt das Wort wieder in Mode durch die Überlegung, einen Wirtschaftsraum zwischen Vereinigten Staaten und der Europäischen Union zu bilden. Das muss man sich sehr genau angucken. Das sind alles Instrumente, mit denen man die Völker entmachtet, das heißt den Einfluss der Völker auf ihre Geschick unterbindet. Das ist genau das, was man eigentlich Demokratie nennt. Ja. Also diese Entwicklung der Internationalität, der Machtentwicklung auf internationaler Ebene geht zulasten der Demokratie und damit zulasten des Rechtsstaates und zulasten natürlich der Freiheit der Menschen. So wird man die Welt nicht organisieren können. Aber das Gefälle, die hohe, ungeheure Heterogenität der Volkswirtschaften in unserer Welt wird also da trefflich genutzt und das entfaltet mehr oder mehr die Macht der wenigen, die über die großen Kapitalmengen verfügen. Da kennt man ja auch Namen das muss man sehen, sieht doch organisiert hinreichend, ja, oder dass man das im Einzelnen genau durchschauen kann. Hören Sie noch? Ja, Jumpy, ich glaube, du wolltest noch eine Frage stellen. Ja, ich hätte noch ganz viele Fragen. Wir sind ja gerade erst warm gelaufen hier. Also auf der einen Seite, Herr Schachtschneider, sagen Sie, selbst in einem souveränen Staat, wenn man die Bundesrepublik Deutschland so bezeichnen mag, dann haben wir schon Probleme mit Korruption, mit Betrug, mit Dingen, die irgendwie, nennen wir es mal freiheitlich oder demokratisch, nicht umsetzbar sind und zulasten schon der deutschen Bevölkerung gehen. Und jetzt wird das Ganze noch verlagert irgendwie in einen europäischen Raum, was die Sache irgendwie nicht einfacher macht. Welche Lösungsmöglichkeiten gibt es denn da? Wie kommen wir aus diesem Drama raus? Ja, also wenn einem die Freiheit der Menschen etwas wert ist, damit meine ich natürlich nicht ein Recht zur Beliebigkeit, sondern ein Recht zum rechtlichen Handeln, also ein Recht zur Sittlichkeit. Sittlichkeit heißt immer, dass man auch an den anderen denkt und dass man also den anderen nicht verletzt und dem anderen nicht schadet. Das heißt letztlich Freiheit, so hat die französische Revolutionserklärung das schon formuliert. Und also das Gebot der Freiheit ist der kategorische Imperativ, der war kantianisch, handle jederzeit nach einer Maxime, von der du wollen kannst, dass sie ein allgemeines Gesetz sei. Also man muss immer dann denken, ist das, was man tut, auch für den anderen lebbar? In allem Handeln. So müssen die Gesetze sein, so müssen auch die privaten Handlungen sein, auch der Unternehmer. Also wenn das möglich sein soll, auch eine tragfähige, freiheitliche Gesetzlichkeit, was man Rechtsstaat nennt, dann wird das nur in kleinen Einheiten gehen. Also wie Deutschland ist nicht so klein, aber föderalisiert, müssten auch die Länder Deutschlands stärker werden. Und es gibt viele optimale Staatsgrößen, die, sagen wir mal, Österreich, die Schweiz und andere, kann auch größer sein. Das muss aber noch demokratisch tragfähig sein. Und das sind natürlich Großstaaten in gar keiner Weise. Es gibt in der Welt keinen Großstaat, der demokratisch wäre. Auch die Vereinigten Staaten sind das nicht. Das kann man einfach so nicht sagen. Sondern die folgen ganz anderen Gegebenheiten. Also zurück zu Staaten, die also demokratiefähig sind. Und da ist nochmal in Europa auch ein historisches Element zu beachten, nämlich die gewachsenen Nationen, die also die Chance bieten, auch durch ihre Homogenität, insbesondere die einheitliche Sprache, aber auch die einheitliche Kultur, die in den verschiedenen Völkern besteht, die also ein Miteinander möglich machen und nicht ein Gegeneinander. Wenn da diese hinreichenden Bedingungen nicht bestehen, wird man auch keine Chance haben zu einem demokratischen Verhältnis, wenn irgendwann nur noch Mehrheiten über Minderheiten entscheiden. Und also das ist eben das Postulat, dass eigentlich alle Staatsrechtslehrer aufstellen nach hinreichender Homogenität. Das könnte schon bei Alexis de Tocqueville nachlesen und bei allen, die über einen Staat nachgedacht haben, natürlich bei Rousseau und auch schon bei Aristoteles genau genommen. Also es ist eine Entdemokratisierung der Lebensverhältnisse, die wir gerade erleben und gegen die ich mich wehre. Nicht? Also als jemand, der schon ein bisschen länger mit den Dingen befasst ist, aufgrund des Alters,
ist für mich das eine schreckliche Beobachtung, wie also die demokratischen Strukturen verloren gehen und damit auch die Rechtsstaat. Es gibt keine Rechtsstaat ohne Demokratie letztlich. Also auch die freiheitlichen Gegebenheiten. Die Menschen werden zu Konsumenten und Arbeitern degradiert, aber man gibt ihnen keine Chance der Persönlichkeit. Auch unser ganzes Ausbildungssystem ist nicht auf Persönlichkeitsentfaltung ausgerichtet, sondern einfach nur auf verwertbare Arbeitskräfte, wie Sie das sicherlich auch erleben. Und das ist eine schwierige Sache, wie man Persönlichkeiten bildet. Aber das ist früher sehr viel besser gelungen. Das hängt natürlich mit dem Schulsystem ganz entscheidend zusammen, mit dem Universitätssystem und auch mit einer gewissen Muße, die auch die jungen Leute haben müssen, um sich zu entfalten. Sie müssen auch Zeit haben für kulturelle Veranstaltungen, für sportliche Veranstaltungen, um sich einfach zu entfalten und nicht nur ihre Zeit eingeben müssen für die Entwicklung des Berufs. Ja, also die meisten haben ja eine große Angst vor der beruflichen Entwicklung, die wir überhaupt nicht hatten, ja, überhaupt nicht. Dass wenn man seine Pflichten da erfüllt hat, also seine zumindest Standards, Abitur, Studium, dann war das eigentlich gelaufen. Das waren natürlich sehr viel glücklichere Verhältnisse, weil es halt auch nicht solche ungeheuren Massen waren, die da strebten. Der Wettbewerb ist unglaublich hart für die vielen, die nach meiner Einschätzung als älterer Professor weitestgehend nicht geeignet sind für die Universität. Und das ist natürlich auch nicht gerade ein Gewinn. Und wenn was nützt die ganze Universität, wenn das nur noch fachhochschulmäßige Ausbildung ist und sogar im Niveau zum Teil unterhalb der Fachhochschulen, wenn nicht in Wirklichkeit die Bildung entwickelt wird, und die Bildung hängt immer zusammen mit philosophischen Aspekten, mit Philosophie. Und das ist ja ausgewandert weitgehend auf der Universität. Das sind alles Schwächen. Aber nur zur Frage an sich, wir müssen zurück zu der Souveränität der Einzelstaaten, da möchte ich nur sagen, natürlich ist Deutschland souverän, rechtlich. Bloß man muss die Souveränität auch leben. Und man muss sie auch faktisch wahrnehmen. Faktisch ist Deutschland nicht souverän. Und dass wir faktisch nicht souverän sind, liegt an unseren Regierungen, nicht erst der jetzigen Regierung. Das ist natürlich schon lange Zeit so. Ich glaube, den größten Schaden hat der Helmut Kohl angerichtet. Aber man darf auch nicht übersehen, dass auch Helmut Schmidt schon ganz wesentlich die Entwicklung der europäischen Integration, die ein Herzensanliegen ist, gefördert hat und insbesondere schon Vorbereitungen getroffen hat, mit Giscard d'Estaing zur Einführung des Euro. Er ist ja der eifrigste Verfechter des Euro und da sein ökonomischer Sachverstand scheint da einfach ihn nicht zu stören bei diesen Visionen. Aber es ging ja immer weiter. Und jeder der Kanzler hat diese Politik gemacht. In Deutschland wird die Politik von den Kanzlern gemacht. Alle anderen haben in Wirklichkeit keinen Einfluss. Wir haben auch insofern eine hypertrophe Macht des Kanzlers, dieses parlamentarische Regierungssystem, weil der Kanzler nur durch negative Misstrauensvotum abgewählt werden kann. Und in Verbindung mit diesem engen der Parteiensystem ist er übermächtig, wenn er im Parlament die Mehrheit hat. Und das sichert ihm das Wahlsystem, das ja also oppositionelle Kräfte an der Entwicklung ganz erheblich hindert. Also zurück zu Einzelstaaten, die tragfähige Größe haben, das sind in Europa die Nationen, und dann zurück zur wirklichen Souveränität der Völker, um der Demokratie wieder eine Chance zu geben und dann allerdings ein gutes Miteinander der Völker, insbesondere in Europa, gesichert durch Verträge im Friedensinteresse, wobei auch völlig klar ist, kein europäisches Volk will einen Krieg schüren. Also weder die Franzosen gegen die Deutschen, die Briten oder umgekehrt, die Deutschen sind gar nicht fähig dazu, aber auch in keiner Weise willens. Also nie wieder Krieg, das sitzt doch noch tief drin. Jetzt werden wir hineingeführt in Kriege in aller Welt, spielen da auch eine Friedensmacht. Das ist natürlich klar verfassungswidrig und völkerrechtswidrig, was da geschieht. Also wir werden wieder gewöhnt an Kriegsführung. Das kann ich überhaupt nicht begrüßen. Also ich meine nur, weil die Union und gerade den Friedensnobelpreis kriegt, das ist ja völlig absurd. Ja, das geht um ganz andere Dinge. Ganz im Gegenteil, die Entwicklung zum Großland Europa ist friedensgefährdend. Man will eben Großmacht sein. Da kommt das Argument, wir müssen mit China mithalten, mit den USA, mit
mit den BRICS-Staaten, Brasilien und so weiter, Russland, ja, komischerweise die kleinen Staaten wie die Schweiz und Singapur, die wettbewerbsfähigsten Staaten in der Welt, auch Norwegen durchaus, sicherlich wegen des Öls auch. Aber das ist natürlich alles irrig ökonomisch, was da gesagt wird. Aber es sitzt augenscheinlich in der Bevölkerung, ja, zurück zu Rechtsprinzipien. Ich sage mal nur, es geht uns allen gut, wenn wir nach dem Recht leben. Das Recht ist nicht beliebig. Das Recht steht nicht unbedingt in den Gesetzen, das Recht steht auch nicht in den Verträgen. Über das Recht muss man sprechen, das ist eine philosophische Aufgabe. Damit hat sich die ganze Philosophie Europas jahrhundertelang, jahrtausendelang beschäftigt und kann dazu schon etwas sagen. Und dazu gehört allemal auch ökonomische Vernunft. Und daran ist auch, mangelt es auch ganz erheblich. Es gibt Ökonomen, die sagen, nicht ein Wirtschaftswissenschaftler sei wirklich ein Wissenschaftler, weil sie alle nicht unabhängig sind, sondern entweder für die Industrie arbeiten oder für die Regierung arbeiten. Also Leute, die von der Regierung bezahlt werden, denen kann man die Wissenschaftlichkeit nicht zusprechen. Ja, das ist, die mögen da einige Modelle benutzen und einige Kenntnisse einbringen, aber sie sind nicht offen in der, im Ergebnis. Und dass sie haben leider, wie am Anfang schon gesagt, diese Unabhängigkeit der Universitäten verloren. Das hängt auch mit der Bezahlung vielleicht zusammen und mit vielen anderen Fragen. Auch die ganze Beeinflussung der Universitäten durch die Wirtschaft, die kennen das, durch die Hochschulräte und so weiter, ist verheerend. Ja? Was haben Industrievertreter in der Hochschulverwaltung zu suchen? Gar nichts. Nicht? Da habe ich bessere Zeiten erlebt, also der Unabhängigkeit der Universitäten, aber auch die Standards sind zum Teil ganz schön eingebrochen in vielerlei Hinsicht, also die Anforderungsprofile, alles das sind Schäden, die sich insgesamt verheerend auswirken für die Entwicklung Deutschlands und Europas, und Europas insgesamt. Kein Land kann sich erlauben, auf einen höchstmöglichen Standard an Bildung und Ausbildung zu verzichten. Das tun wir morgen. Was ich besonders spannend finde, Herr Schachtschneider, ist Ihre Sympathie zu kleinen Einheiten. Ja. Das ist ja auch eine Kernidee des Aramo-Projekts. Wieso hat sich diese Idee der kleinen Einheiten bis heute nirgends auf der Welt halten können bzw. ausbauen können? Warum wird es überall ab statt aufgebaut? Also man muss zu demokratiefähigen Staaten zurückfinden. Und ich denke, die Entwicklung zu den Großstaaten ist, ich denke, sogar erklärtermaßen oder ganz bewusst. Ich wollte noch zu Wahlinitiative 2013 kommen, mit der Sie sich gerade beschäftigen. Warum ist die Wahlinitiative 2013 keine Partei, Herr Schachtschneider? Also Wahlalternative. Alternative, Entschuldigung. Ja. Das ist zunächst erstmal eine ganz lockere Vereinigung, die also ins Leben gerufen wurde, insbesondere von dem Professor Luca aus Hamburg und aber auch dem Journalisten Konrad Adam, der früher der in der Frankfurter Zeitung eine wichtige Rolle spielte. Und es sind einige gute Namen dabei und Wirtschaftswissenschaftler insbesondere. Das ist alles erwachsen aus der Erkenntnis, dass die Europolitik ruinös ist für alle beteiligten Völker und dass diese Europolitik von vornherein den Widerspruch der meisten Wirtschaftswissenschaftler gefunden, weil die ja immer noch am dichtesten dran sind an der Frage der Geldpolitik und der Geldtheorie. Und es ist eigentlich begrüßenswert, dass sich da viele dagegen stemmen. Und ich unterstütze das auch, weil ich mich auch stark mit den wirtschaftlichen Aspekten beschäftige und werde auch natürlich immer rechtlicher Sachverstand einfließen sollte. Und das ist zunächst einmal nur eine Alternative, die also Hinweise geben will, helfen will und einfach ein Zeichen setzen will, dass diese Politik nicht so weitergeht. Die ist aber ja die Wahlalternative dabei, zu überlegen, ob eine Partei gegründet werden soll und ob daraus eine Partei entsteht. Da sind ja auch schon Versuche gemacht worden, in Zusammenarbeit mit den Freien Wählern zu agieren. In Niedersachsen, vielleicht haben Sie das mitgekriegt, hat ja der Lücke auf Platz 3 kandidiert. Aber das ist im Großen und Ganzen wegen der Heterogenität der Freien Wähler zum Scheitern verurteilt und ist aufgegeben worden, genau genommen. Und jetzt läuft diese Überlegung, da eine Partei zu gründen. Also ich bin da ein bisschen ambivalent, weil
ich das einerseits für richtig halte, dass eine Partei da zur Verfügung steht, die dann vielleicht auch wählbar ist. Es gibt natürlich schon viele Versuche, aber vielleicht hätte die Wahlalternative eine Chance eines guten Startes wegen der großen, ganzen guten Namen. Ich kenne also keinen schlechten Namen auf der Liste bisher. Andersrum bin ich sehr skeptisch gegenüber so als etwas schnellen Entwicklungen. Ich sehe also da ehrlich gesagt wenig Chancen bei der Bundestagswahl. Das kann dann auch wieder Rückschläge bedeuten. Also eine solche, die Lage ist noch nicht so, dass die Bevölkerung jetzt schon bereit wäre, wirklich Alternativen zu wählen, die sie nicht wirklich kennen. Die Namen, die ich alle kenne, Wirtschaftswissenschaftler, die kennt ja die Bevölkerung noch lange nicht. Und sie wissen, das ist alles eine Frage des Vertrauens. Ja, man macht es ja auch schon, dass man die einzelnen Persönlichkeiten dort möglichst angreift, um sie zu diffamieren und für die Wähler zu erklären. Und das lässt sich die schlecht informierte oder irregeleitete Bevölkerung eben sehr leicht sagen. Das ist das Problem. Und da zu reagieren ist sehr schwer und es braucht einen längeren Aufbau. Wenn jetzt die Katastrophe nun sich schon realisiert hätte, die unweigerlich kommen wird wirtschaftlich, wenn diese Politik fortgesetzt wird, und je später, desto schlimmer, dann wird es sehr schnell einen Umschwung geben, aber dann werden gegebenenfalls ganz andere Kräfte da sein, die politische Macht an sich ziehen. Und da ist es auch wieder richtig, wenn bürgerliche Kräfte oder vernünftige Kräfte zur Verfügung stehen und schon bekannt sind. Insofern muss man eine solche Entwicklung eher begrüßen. Ich persönlich habe nicht vor, da zu kandidieren. Und zwar einfach aus dem Grunde, dass es ja auch sehr viel Kraft kostet, sehr viel Zeit kostet und es eigentlich eine Sache der Jüngeren ist, da etwas zu tun. Also man muss auch sich begrenzen. Ich habe dermaßen viel zu tun mit den Prozessen, mit den Schriften. Also mein Tag ist ausgefüllt und die müsste ich aufgeben. Das wäre ganz falsch. Also eine solider Vortrag beim Bundesverfassungsgericht ist auch ein politischer Beitrag. Und ich habe auch einige Schriften, die ich da unbedingt machen will. Und wie zum Beispiel im zweiten Teil von Verfassungsrecht der Europäischen Union zur Staatsverfassung und auch zur republikanischen Verfassung nochmal eine wichtige Sache. Also das muss alles gemacht werden, geht alles nicht von heute auf morgen. Und da ich sehr gründlich da zu arbeiten gewohnt bin, ja, und ich gar nicht anders kann, kostet immer auch viel Zeit. Also ich sage das nicht einfach so herunter, sondern da wird nachgeguckt und das kostet viel Studium und viel Zeit eben. Und der Tag hat für mich wie für jeden anderen nur 24 Stunden. Ja, das ist ganz sicher. Ja. Was kann man denn als Bürger tun, wenn man die Wahlalternative 2013 unterstützen möchte? Ja, zunächst mal da mitmachen. Welche Möglichkeiten hat man denn also da? Jeder kann sich melden, da, wie Sie wissen. Und jeder ist dann dabei. Und die Strukturen einer Partei kenne ich noch nicht. Also da arbeiten jetzt einige Kräfte daran. Da gibt es noch keine Satzung und keine Regelung, wie das denn sein wird. Also ob der Kreis da sehr offen sein wird oder weniger offen, das ist wohl im Gespräch. Also ich bin da auch nur begrenzt involviert. Und weil man könnte natürlich viel machen, aber ich bin jetzt einfach zeitlich nicht in der Lage, wegen meiner gesamten Anforderungen auch da in Deutschland herumzureisen, von einer Sitzung zur anderen. Und deswegen weiß ich ja nicht so genau Bescheid. Also ich denke, das ist eine Sache, die Sie als junge Menschen beobachten sollten und da vielleicht mithelfen sollten. Da wäre jeder dankbar. Die Gefahr ist die, dass es sowieso immer weitestgehend nur Ältere sind oder alte Menschen, die auch denn die Kräfte vielleicht nicht mehr in dem Maße haben. Also auf den Rat der Älteren sollte man keinerweise verzichten. Aber man muss sehen, dass es nicht auch gleich wieder so typisch parteilich strukturiert wird, sodass die Sachlichkeit darunter leidet, die es meist in den Gruppierungen ist, dass da Kämpfe sehr schnell entstehen um Kandidaturen. Jeder meint, er muss ganz schnell in den Landtag kommen, in den Bundestag kommen, aus durchsichtigen Gründen. Das hilft natürlich überhaupt nicht. Ja. Es muss eine vernünftige Alternative angeboten werden der Öffentlichkeit, aber es muss auch bekannt werden,
Und da werden gerade junge Kräfte gebraucht, die auch mit dem Internet umgehen können. Und da einfach auch den Eifer haben, das zu bedienen. Denn ich glaube, es gibt nur eine Chance für politische Alternativen über das Internet. Also die Mainstream-Medien kann man vergessen. Die werden das beste Mittel nutzen, das man gegen neue politische Gruppierungen hat, verschweigen. Ja, Information ist ein sehr hohes Gut, das man natürlich auch irgendwie erreichen muss. Ne? Dazu muss man erstmal diese Wahlalternative 2013 kennen. Da haben wir, obwohl wir sehr politisch auch interessiert sind, eine ganze Weile für finden müssen, bis wir das gefunden haben. Aber ja, ja. Bis heute liegen auch zahlreiche andere, ich sag jetzt mal, geheime Dokumente unter Verschluss. Wie kann man das in einen politischen Entscheidungsprozess einordnen? Ist das, was wir als Demokratie erleben, überhaupt richtig? Wie können wir richtige Entscheidungen treffen, wenn wir die Wahrheit nicht kennen? Ja, also sind wir völlig einer Meinung. Also das schreibe ich ja viel in meinen Schriften, was Demokratie eigentlich ist. Das heißt jedenfalls nicht Parteienstaat. Also ich halte den Parteienstaat, so wie wir ihn haben, für eine Verfallserscheinung der Republik. Ja, also ich sehe es ganz genauso. Wirklich, also republikanisch verstanden, Demokratie heißt Erkenntnis der Wahrheit und der Richtigkeit. Das ist ein Erkenntnisprozess. Und der muss natürlich auch versucht und gepflegt werden. Also zunächst muss die Wahrheit erkannt werden. Das ist wissenschaftliche Erkenntnis, die da erforderlich ist. Und dann muss auch das Richtige, das ist also das Rechtliche, das rechtlich Richtige erkannt werden. Auch das ist ein schwieriger Prozess. Das ist überhaupt nicht leicht auszumachen. Was ist in einer bestimmten Lage das Richtige, wenn man also auf der gewissen, also auf der Grundlage der Wahrheit. Was dient also den Menschen, und zwar allen, und zwar nicht im eigenen Volk, sondern praktisch auch gegenüber den anderen Völkern. Und das ist schwierig und bedarf der wissenschaftlichen Erarbeitung, und daran fehlt es ganz, ganz entscheidend. Aber es geht nicht darum, dass man nur Mehrheiten will. Die ganze Politik beschränkt sich im Augenblick darauf, in fragwürdiger Weise irgendwie Mehrheiten hervorzubringen durch Propaganda, also durch ein Lügengewebe, also genau genommen. Und mit vielen psychologisch gut beratenden Mitteln. Aber das ist natürlich nicht demokratisch, in gar keiner Weise. Das ist eine bestimmte Form der, was ich nenne, sanften Despotie, die wir erleben. Und das anders zu machen, ist gerade die Aufgabe, aber es ist nicht leicht zum Erfolg zu führen. Die Emotionalität spielt eine sehr große Rolle für den Menschen, wie wir alle wissen. Und jedermann weiß auch, dass entscheidend dann ist, wie geht es mir? Ja, wer gibt mir mehr? Also an diesen Wahlmechanismen kommt man natürlich sehr schlecht vorbei. Aber dennoch muss man es versuchen, ne? Also das heißt wieder aufbauen, dass gewisse Autoritäten auch Beachtung finden. Aber wir tun also dafür eigentlich so gut wie überhaupt nicht. Das heißt, die Parteien tun dafür nicht. Wir achten nur darauf, dass sie ihre Macht etablieren, die Führungskräfte der Parteien. Das sind ja gar nicht die Parteimitglieder. Das ist die Parteienoligarchie. Die Führungskräfte, die sich in irgendeiner mehr oder weniger fragwürdigen Weise durchgesetzt haben und versuchen, ihre Macht zu behaupten und mit sicherlich ganz erheblichen Einflüssen von fremder Seite, also Wirtschaften, was auch immer. Und das ist ein sehr fragwürdiges System, um nicht andere Ausdrücke zu benutzen, aber jedem ist klar, dass alt gewordene Systeme dahin tendieren, und da ist schon was Neues unbedingt nötig. Nicht ein neues Verfassungsgesetz, sondern neue innere Strukturen unserer Lebensverhältnisse. Und da sind natürlich junge Leute. Ich frage, warum haben die Piraten da so einen großen Erfolg gehabt? Weil sie eine Protestpartei waren. Dann haben sie keine inneren Strukturen, haben auch keine augenscheinlich keine besondere Erkenntnisfähigkeit und gehen wieder unter. Das hätten sie vielleicht noch ein bisschen besser machen müssen. Also da zeigt sie aber nur, dass im Prinzip eine Haltung in der Wählerschaft schon vorhanden ist, die dafür offen ist für Veränderungen, und dass die Wählerschaft damit nicht mehr zufrieden ist. Aber letztlich, wenn Sie fragen, wie geht es uns, nicht, was gebt ihr uns? Und da liegt jetzt auch die große Gefahr für die gegenwärtigen etablierten Parteien, dass sie jetzt einfach
die Möglichkeiten des Landes veräußern und das Land in große Schwierigkeiten bringen. Und ohne anderen zu helfen, das ist das Schlimme, ohne anderen zu helfen. Man könnte ja noch darüber reden, wenn die Hilfen, die wir geben, für die Peripheriestaaten nützlich wären. Das sind sie in gar keiner Weise. Ja. Sie nützen nur den Banken, wie man so kurz sagt, also den Finanzwelt, die also auf diese Weise es schafft, ihre aus dem Nichts, wie schon gesagt, geborenen Gelder, aufgrund der kreditären Geldschöpfung, in reale wirtschaftliche Kaufkraft umzusetzen. Das ist der Punkt, weil letztlich jetzt für diese Kredite der Steuerzahler einsteht. Kann er auch nur sehr begrenzt, nicht? Das ist ja völlig klar. Aber immerhin. Das wird reale Kaufkraft. Das ist eine ungeheuer gut durchdachte Sache, die Goldman Sachs sich gut hat einfallen lassen, um es mal plakativ zu sagen. Das heißt, da kommen ja, nicht nur von Goldman Sachs, da kommen ja solche Überlegungen her und die haben es ja auch geschafft, in alle wichtigen Stellen ihre Leute einzusetzen, wie Mario Monti in Italien als Regierungschef, wie Draghi als EZB-Chef. Wie viele haben, es ist kaum irgendwo hinzugucken, wo man nicht jemanden findet, der auf der Gehaltsliste von Goldman Sachs steht. Und die haben da schon was Geschicktes etabliert, wie sie aus dem Nichts heraus gigantische Vermögen schaffen können und eine außerordentliche Macht in der Welt. Und ich habe wenig Zweifel daran, dass das Ganze auf eine One-World-Politik hinausläuft, die ja auch eigentlich Anliegen der UNO ist. Also die UNO hat die ganz starke Tendenz, eine One-World-Government aufzubauen. Es gibt verschiedene Papiere, die in die Richtung gehen. Und da liegen gerade die Gefahren, die ich da angesprochen habe, mit dem Gegenargument der kleinen Einheit. Also von daher gibt es auch deutliche Kräfte, die also eine Weltherrschaft aufzubauen versuchen, die nur von sehr wenigen ausgeübt werden wird, die sich jetzt schon alle abzeichnen durch ihre außerordentlichen Reichtümer, die sind ja unvorstellbar für normale Menschen. Und trotzdem lässt man es zu. Ja? Warum eigentlich? Nicht? Warum? Und mit den ungeheuren finanziellen Möglichkeiten natürlich auch die entsprechende Macht verbunden. Und da spielt die Macht der Politiker auch unter Regierung gar keine große Rolle mehr, denke ich. Ja, das ist alles eine Entdemokratisierung, die wir in friedlichen Verhältnissen, wenn man so will, jetzt erlebt haben, die sich zugespitzt hat seit der Beendigung des Ost-West-Konflikts. Ja, in Köln sagt man Kölscher Klüngel, ne? Ganz klar, der Kölscher Klüngel ist das im Kleinen, was da auch im Großen ist. Und ich alle die Politik wird ja, wie Sie auch wissen, gemacht durch die Verabredung der Großen, also hauptsächlich der Staats- und Regierungschefs, sagen wir mal, oder auch der Großen in der Wirtschaft, die dann ihre Einflüsse nehmen. Und dann immer im richtigen Moment kommt dann auch das nötige Druckpotenzial durch Gutachten oder durch Äußerungen von Regierungsmitgliedern, von Wirtschaftsführern und von Ökonomen, sagen wir mal, und das sitzt dann, die werden ja auch alle transportiert, diese Vorstellung, also aber verabredet sind die Sachen in kleinen Gruppen und die Verbindlichkeit einer Verabredung zwischen den Staats- und Regierungschefs und den großen, wichtigen, sagen wir mal, französischer Staatspräsident, deutscher Bundeskanzler, sind sehr viel wichtiger als irgendein Verfassungsgesetz in Deutschland. Das ist das Erschütternde, finde ich, ja. Ja, da bin ich auch erschüttert. Ich bin auch erschüttert, wenn es da irgendwie das Bundesverfassungsgericht, da war jetzt gerade eine Störung, wenn hier irgendwie das Verhältniswahlrecht angesprochen wird und es eigentlich gar nicht so sein darf, wie es eigentlich ist und kein Mensch regt sich drüber auf. Wo kommen wir jetzt hin? Irgendwann habe ich ein bisschen dazu beigetragen, dass die 5%-Klausel im Europawahlrecht gefallen ist, wie Sie vielleicht wissen. Nicht? Diese Sparklausel, die es ja gibt in Bundestagswahlen, Landtagswahlen. Im Europarecht gibt es die jetzt nicht mehr. Das wird also die Europawahl, die nächste 2014, völlig verändern. Also da braucht man in Deutschland praktisch dann 1%, um einen Sitz zu kriegen. Und nicht mehr 5%. Das war ja unmöglich. Und eigentlich müsste überall fallen, diese Sperrklausel. Aber das ist natürlich ein ganz entscheidender
Hebel zur Etablierung der Macht und zur Bewahrung der Macht. Es ist sehr schwer, an der 5%-Klausel vorbeizukommen. Und Bundesverfassung hat sie ja geradezu erfunden. Ja. Steht ja nicht im Grundgesetz und immer aufrechterhalten. Und das ist eine schwere Verletzung der Wahlfreiheit, meines Erachtens, aber ständige Rechtsprechung, bedauerlicherweise. Und, jetzt ist sie jetzt auf kommunaler Ebene weitestgehend gefallen. Es gibt hier und da noch kleinere Sperrklauseln, 3%. Das sind alles Vehikel, wenn man da ein bisschen hinguckt, die also die Macht stabilisieren. Und wir haben durch diese Schritte, Maßnahmen, den Parteienstaat herbeigeführt. Ich meine, ich bin auch, weiß auch, dass es ohne Bündnisse, ohne Parteien keine demokratische Politik geben wird. Die werden sich immer bilden. Ja? Man arbeitet immer mit anderen Leuten zusammen und verabredet sich. Es geht um das Maß. Ne? Es geht einfach um das Maß der Parteilichkeit, um die Förderung, den Fraktionszwang, der mehr oder weniger möglich ist, wenn auch Fraktionsdisziplin dann genannt wird, die Bevorzugung der Fraktionen in der Politik und damit der Parteien, die Finanzierung der Parteien, die Einflussmöglichkeiten der Parteien überall. Es geht um die Enterpatronage, die klar strafbar ist. Das ist meine Überlegung, das sagt jeder Strafrechtler. Das System lebt nur von der Enterpatronage. Für mich wäre es völlig klar, dass Richter, Beamte und so weiter nicht einer Partei angehören dürfen, um die Unabhängigkeit zu wahren. Auch Professoren sollten da sehr zurückhaltend sein. Und damit sie einfach unabhängig bleiben. Also das Prinzip Unabhängigkeit der Amtsleiter müsste viel stärker betont werden. Alles ist fest in der Hand der Parteien. Die Parteien sind die der Krebs des demokratischen Systems. Und das da ein rechtes Maß zu finden, das ist auch eine Frage der Sittlichkeit der einzelnen Bürger. Ob man seine Handlungen immer ausrichtet an den Parteivorstellungen, also als Gefolgsmann der Führung, dann werden wir nie republikanisch werden. Das setzt eben auch eine entsprechende republikanische Gesittung voraus. Und daran fehlt es allerorten. Wird ja auch kaum vermittelt. Ich weiß nicht, in der Schule heutzutage, ich sehe das nicht wirklich. Ne? Ja, das Problem sehe ich auch. Und ich stelle mir immer vor, warum müssen wir darum betteln, wenn hier nur Ortsumgehungsstraße gebaut werden? Erst werden die Arbeitnehmer und Selbstständigen hier zur Kasse gebeten in Form von ihren Steuerzahlungen und Abgaben und ich weiß nicht was alles. Und nachher versucht dann irgendwie eine zusammengewürfelte Gruppe, um es mal böse auszudrücken, also so ein Kommunalrat eben irgendwie Zuschüsse zu erhalten. Eigentlich wäre der umgekehrte Weg aus meiner Sicht der richtige. Ja. Naja. Natürlich, also da die plebiszitären Elemente sollten da gestärkt werden. Es gibt ja solche Versuche auch, die sehr erfolgreich waren, dass für ein Projekt, sagen wir mal eine Brücke, dass für ein Projekt in der Kommune gewürfelt wurde, ja, aus denen, die sich überhaupt interessiert gezeigt haben, mitzuarbeiten, das waren sehr viele, wer da in einem solchen Entscheidungsgremium sitzen soll. Und diese Gruppen, die dann erwürfelt wurden nach alten athenischen Modell, also durch Losentscheid mehr oder weniger, die haben das sehr gut gemacht. Sehr gut. Die haben nur dieses Projekt bearbeitet. Nur dieses Projekt. Nichts anderes. Keine weitere Macht. Und waren natürlich in der Beobachtung des gesamten Kommunes. Und wollten da gut aussehen. Und haben sich riesen Mühe gegeben. Also ich kenne den Erfinder dieses Projekts der witzigerweise auf derselben Schule mal war wie ich. Das ist sehr gut gelungen, ja? Dass man auf diese Weise die parteiliche Bindung abgeschüttelt hat da Bürger herangezogen hat. Natürlich, wie man gezwungen hat, sondern die Interesse gezeigt haben, an der Arbeit mitzuwirken. Und das ist zum Beispiel mal ein ganz anderes Projekt, dass da nicht nach parteilichen Interessen das gesteuert wird, natürlich immer nach oben hin orientiert, weil jedes Parteimitglied gerne noch weiter nach oben möchte. Vom Land in den Bund. Nicht? Vom Landesminister zum Bundesminister. Das ist
ganz außergewöhnlich, dass mal ein Bundesminister dann zurückgeht ins Land, wie die Ilse Aigner. Und das hat sich zu sehr beispielsweise. Ne? Wir haben ja in den Parteien nicht die Auslese, die wir brauchen. An sich war die Idee der Parteien, dass die Kandidaten aufstellen und wirklich die Besten des Volkes auswählen. Aber sie sind nur auf den Gedanken gekommen, sich selbst vorzuschlagen. Ja, aber das ist eigentlich schon unanständig, sich selbst vorzuschlagen. Das macht ein anständiger Mensch nicht. Nicht mal, aber andere vorzuschlagen, nicht? Nur weil die vielleicht sachkompetent sind. Auf den Gedanken kommen sie überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil, sie versuchen immer möglichst kompetente Leute herauszudrängen, weil jeder Einzelne Angst hat, dass er da nicht nach oben vorsteht. Also das Bündnis der Mittelmäßigen ist einfach das innere Gesetz der Parteien. Und darunter leiden die Länder. Und zwar, das ist eine lange Entwicklung. Wir haben jetzt dieses System 60 Jahre oder mehr. Und da ist natürlich diese Auslese zunehmend verhängnisvoll geworden. Da gibt es auch nicht mehr starke Leute, die noch gute nachziehen. Das Ganze, ich nenne das negativ Auslese, wie ein Gesetz der Parteien ist. Und das habe ich nicht erfunden. Das steht schon bei Robert Michels in seiner berühmten Schrift über die Soziologie der Parteien 1911. Und eigentlich hat jeder gewusst, und die Aufklärer, ich bin ja da der den Aufklärern verpflichtet, die alle Aufklärer, Rousseau, Montesquieu, Kant, und wer es auch war, alle haben die Parteiungen, die sich genannt haben, und die Fraktionen verurteilt und abgelehnt. Ja, völlig zu Recht wahrscheinlich. Aber ja. Eine Frage, die zuweilen immer wieder auftaucht. Ich habe hier noch drei, vier Sachen, die ich einfach mal in den Raum stellen möchte, bevor wir wahrscheinlich dann auch langsam zum Schluss kommen. Aber eine Kleinigkeit vorab von mir. Viele Menschen stellen sich die Frage, okay, kann man sich denn weitestgehend selbst verantwortlich irgendwo hinsetzen und hinstellen und sagen, okay, lasst mich hier einfach alle in Ruhe. Es gibt diverse Bestrebungen, die das in dieser Art und Weise machen. Und in dem Zusammenhang Staat und Bürger, wer ist der Souverän, wo fängt das an, wer ist eigentlich für wen da? Wir haben schon gehört, es gibt Korruption, es gibt Lobbyismus, es ist Kölsch und Düngel, hatte ich das vorhin genannt, und so weiter. Wir haben Bestrebungen, dass irgendwie Verantwortung noch weiter abgegeben wird, also aus Deutschland weg nach Europa, Brüssel oder sonst wohin, das wir alle nicht gut finden. Tja, kann so etwas überhaupt funktionieren, völkerrechtlich gesehen? Ich denke schon, dass jeder auch erstens bei sich selbst anfangen muss, wie er sein Leben gestaltet, und dass er da sozusagen die, was ich nenne, die Wirklichkeit war, den kategorischen Imperativ, ein Beispiel gibt dadurch, und schon allein, wenn es jeder machen würde, wäre die Welt in Ordnung. Also muss jeder bei sich selbst anfangen, aber jeder muss auch seine Aufgabe suchen, meinsam, denn jeder ist Bürger, sollte es sein. Thierry Mommsen hat den berühmten Satz gesagt, ich wünschte, ein Bürger zu sein. Und das heißt, er muss seine Aufgabe finden und die dann auch bestmöglich machen, wie ich das etwa versuche mit meinen rechtswissenschaftlichen Bemühungen. Also ich nenne das ja die Erinnerung ans Recht und vor den Gerichten, aber natürlich auch durch Schrifttum. Und so in dieser oder jener Weise muss man dann eine dienende Funktion übernehmen. Aber mir ist auch völlig klar, ohne Bündnis geht es nicht, also ohne dass viele zusammentun und etwa auch Demonstrationen veranstalten, Meinungsäußerungen bringen, was sie machen, ist ja großartig, dass sie was ins Internet da hineinstellen wollen und hineinstellen, und dass man in Zeitungen schreibt, also dass man sich einfach öffentlich macht und seine Meinung nicht für sich behält. Und einfach, das finde ich ganz wichtig, gerade für mich als Professor ist das elementar, dass man seine Redefreiheit wahrnimmt. Dass man sich das nicht ausreden lässt, dass man sich nicht durch politisch Korrektes, durch Anfeindungen, die ich natürlich auch erlebe, den Mund verbieten lässt. Also wenn gerade die Universität also da verzagt und nicht mehr einzig und allein der Wahrheit und Richtigkeit verpflichtet ist und einfach zu schweigen anfängt und bestimmte Dinge nicht zu sagen wagt, obwohl sie mal weiß, es ist richtig, das weiß ich ja von vielen Kollegen, dass die innerlich völlig anders denken, die gespaltenen Persönlichkeiten äußerlich andere anders als innerlich, und also im vertrauten Kreis kriegt man dann die Zustimmung. Ne? Das alles muss jeder Einzelne möglichst überwinden. Das Schwierige der Republik ist, dass es auf jeden einzelnen Bürger ankommt. Das ist eben, wie ich das nenne,
die Souveränität souverän ist, der frei ist, also die Freiheit, die innere Freiheit der Menschen, das muss man erstmal entwickeln. Natürlich eine Frage des Rückgrats, das heißt der bestmöglichen Ausbildung und Bildung. Aber bilden kann man nicht nur ganz alleine, ne? Ich kann weder die Schule noch die Universität wirklich, sondern das muss man alleine so darstellen. Und so, dass man was tut an seinem Platz, bestmöglich, aber dennoch auch die Zusammenarbeit mit anderen sucht, um dann auch was zu bewegen. Denn eins ist ganz klar, ein Einzelner wird nicht gehört, über den geht man hinweg. Und er muss Öffentlichkeit finden. Es ist sehr schwierig. Und die jetzt das Sagen haben, haben die größere Macht. Das muss man schlicht und einfach sehen. Die haben einfach fast alles in der Hand. Die haben die staatlichen Ämter, die haben die staatlichen Organe und die haben die Medien. Und die arbeiten engstens mit der Industrie zusammen, mit den Banken, mit der Finanzwelt. Das ist schon keine einfache Aufgabe. Das Erste ist, dass wir überhaupt mal die Redefreiheit verteidigen. Also die wird ja jetzt massiv angegangen, immer schlimmer. Freiheit steht und fällt mit der freien Rede oder Meinungsäußerungsfreiheit. Das ist ja vom Bundesverfassungsgericht immer wieder gefeiert worden. Bloß wenn es wirklich darauf ankommt, dann wird es auch zunehmend kläglicher. Auch in der Rechtsprechung, ich meine, dass zum Beispiel der Paragraph 130 strafgesetzlich für verfassungswidrig erklärt worden ist, ist eine Ungeheuerlichkeit. Obwohl beide zuständigen Richter, Sie wissen das vielleicht, beide, die also zuständig waren für die Pressefreiheit und die Meinungsäußerungsfreiheit, nämlich der Richter Hoffmann Ried, zunächst einmal dann der Richter Grimm, oder umgekehrt der Reihenfolge, die haben beide nach Ausscheiden aus dem Amt sich klar gegen diese Vorschrift geäußert. Und dann gesagt, diese Vorschrift ist untragbar. Aber wir haben diese Meinung im Senat nicht zur Geltung zu bringen vermocht. Ja. Da muss man sich mal überlegen. Und das Gericht hat klar gesagt, dass dieser Paragraph an sich gegen Artikel 5 des Grundgesetzes verstößt, weil spezielle Meinungen unterbunden werden. Das verletzt Artikel 5 Absatz 2. Weil es nicht durch allgemeine Gesetze geschieht, haben das Gericht klar ausgesprochen. Aber wir haben gesagt, wegen der besonderen Geschichte Deutschlands ist das in Ordnung. Ja? Aber was wird jetzt aus diesem Volksverhetzungsparagrafen alles gemacht? Was ist da alles Volk? Ja, was ist da alles Verhetzung? Ein so ungewisser Tatbestand schafft eine solche Ängstlichkeit und Unsicherheit, dass ja kaum noch irgendein Mensch einen Mund aufzumachen wagt. Ja? Das ist verheerend. Das ist ja solche Regelungen haben natürlich eine Überwirkung. Herr Schachtschneider, was ist Ihr nächstes großes Projekt, das Sie in Planung haben? Ja, also wenn es ansteht, werde ich also den Kampf gegen den Euro und den Kampf gegen die fehlgeleitete Unionspolitik auf jeden Fall fortsetzen. Solange die Kräfte reichen, da fühle ich mich einfach verpflichtet. Ich habe das angefangen. Und ich mache das auch weiter und ich denke, es gibt nicht viele in Deutschland, die also auch die Fähigkeit haben, des schnellen Zugriffs auch. Nicht ganz jeder erarbeiten, ist ganz klar. Aber ich mache das nun ja schon jetzt, 25 Jahre. Der Maastricht-Prozess war 92, 93. Und habe da den nötigen Zugriff. Aber natürlich wichtiger sind mir noch die Schriften. Und da arbeite ich eben nochmal an der Vertiefung der Souveränitätsfrage, da habe ich ja ein Buch rausgebracht, wie Sie vielleicht wissen, die Souveränität Deutschlands, will ich nochmal unter dem Stichwort Freiheit die Souveränität noch weiter vertiefen, weil es einfach eine Frage ist, die unbedingt behandelt werden muss. Und da muss man Gegengewichte schaffen gegen den Versuch, die Souveränität aus der Welt zu schaffen. Und dann arbeite ich und wir waren mal am zweiten Teil des Europäischen Verfassungsrechts, der erste Teil, die Wirtschaftsverfassung mit Welthandelsordnung, ist veröffentlicht, 2010. Das ist ein umfangreiches Buch dazu, ein bisschen kritischer als alles andere. Und da fehlt noch die Staatsverfassung, habe ich im Prinzip rudimentär, weil ich das in Skripten immer hatte, aber das will ich jetzt die Ausführung vertiefen. Man muss jetzt auch auf den neuen Stand gebracht werden. Und dann nochmal die ganzen organisationsrechtlichen Fragen der Republik. Also ich habe ja eine größere Schrift gemacht, Republica Repopuli, für Republiklehre. Der erste Teil ist vertieft.
unter dem Stichwort Freiheit in der Republik. Das ist die eine Seite. Die andere Seite sind die Konsequenzen daraus für die Staatswesen, das heißt Gesetzgebung, Rechtsprechung, Parteien, Medien und anderes. Und das will ich unbedingt eigentlich auch nochmal machen. Also eigentlich sind meine Tage ausgefüllt. Und es gibt auch viele kleinere Aufgaben, kleinere Abhandlungen, die auf mich zukommen und natürlich auch die Öffentlichkeitsarbeit, wie auch unser Gespräch. Nicht? Und das ist auch sehr schön und das kostet den ganzen Tag. Man muss immer irgendwie auch noch zurechtkommen. Ich halte ja auch viele Vorträge und war auch unterwegs. Also der Tag ist ausgefüllt. Herr Schachtschneider, damit sind wir auch schon am Ende der Sendung angelangt. Danke. Ich möchte mich recht herzlich bei Ihnen für dieses spannende Gespräch bedanken. Ich danke auch sehr herzlich. Ich verabschiede mich und wünsche Ihnen noch möglichst lange mit dieser enormen Energie und diesem Engagement das Recht hochzuhalten. Danke, danke, Herr Schneider.